Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video über eines meiner Projekte. Ich sage jetzt nicht, ich begrüße euch zu EdgeTX oder OpenTX Weekly. OpenTX sowieso nicht mehr, weil das OpenTX-Projekt ja im Grunde genommen tot ist. Es geht nur noch um EdgeTX. Es geht aber auch nicht um EdgeTX. Es geht auch nicht um ExpressLRS im engeren Sinn, sondern ihr seht das, ich habe das hier schon liegen, so einen alten Dinosaurier. Es geht in diesem Video um moderne Sonderfunktions- und Schaltmodule. Also so ähnlich, was wir hier in analoger Technik noch haben, das eben auf Basis von moderner Technik. Wer so ein bisschen meine Projekte verfolgt hat, der weiß, dass ich einige Zeit lang solche Schaltmodule und Sonderfunktionsmodule gemacht habe, die im Prinzip auch schon recht elegant waren. An den Ausgängen konnte nicht nur geschaltet werden, sondern die Ausgänge konnten dann PWM modelliert werden. Sie konnten verschiedene Intervallsequenzen durchlaufen und alles wurde gesteuert und konfiguriert vom Sender mit entsprechenden Widgets, die man hier installiert. Das Ganze hat zwar funktioniert, war aber nicht unbedingt einfach, will ich mal sagen. Jetzt bin ich ja sozusagen von den normalen RC-Übertragungsmöglichkeiten wie AFHDS2, HOT oder ACCST bin ich abgerückt. Ich benutze nur noch ExpressLRS und hier habe ich jetzt mal so als Beispiel einen ExpressLRS-Empfänger liegen, einen sogenannten PWM-Empfänger. Und der hat eben normale Servoausgänge, also diese PWM-Ausgänge, hat aber auch hier und also das obere, das rote hier ist es der ist die Diversity-Antenne. Es geht hier um diesen weißen Stecker. Da kommt das serielle Signal heraus, also die digitalen Daten. Ich benutze eigentlich nur noch ExpressLRS und EdgeTX, weil beides Open-Source-Projekte sind. Da kann man sich also angucken im Code, was dort passiert. Und auch dieses Übertragungsprotokoll, was jetzt hier beispielsweise aus dem Empfänger herauskommt, das nennt sich CRSF, ist abgeleitet von dem Crossfire-Produkt. Dieses Protokoll wird also auch im Sender benutzt zwischen der, oder für die Kommunikation von dem Handgerät zum Sendemodul. Das ist hier also auch ein ELRS-Sendemodul, hat jetzt keine Antenne, es hat eine interne Antenne. Und dieses Protokoll ist also auch jetzt im Rahmen eines Open-Source-Projektes dokumentiert und wird da auch erweitert. Das kann man sich jetzt also auch zunutze machen. Und das führt zu einer runden Sache, so dass man jetzt also relativ einfach solche digitalen Schaltmodule oder Sonderfunktionsmodule entwickeln kann, die zudem auch noch den Vorteil haben, dass sie keinen von den normalen 16 Proportionalkanälen benutzen, sondern das läuft völlig daran vorbei. Genau, und ich habe auf den verschiedenen Textkanälen auch schon mal dieses Projekt veröffentlicht. Da war ich vielleicht etwas sehr schnell. Ich hatte gehofft, dass die Platinen, die dann noch ein bisschen kleiner ausfallen als diese hier, dass die Platinen mittlerweile da sind. Das sind sie aber nicht. Und deswegen kann ich euch heute nur sozusagen eine 3D-Simulation von dieser Platine zeigen. Ich habe die jetzt physikalisch ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben hier so vier dreipolige Stecker. Das ist so ein bisschen angelehnt an die Graupner-Schaltmodule. Wir haben also jeweils links und rechts die Pin-Reihe. Das sind die geschalteten Ausgänge nach Masse. In der Mitte die Pins sind alle die Versorgungsspannung. Ja, bis zu 50 Volt, wer will. Und hier an der etwas abgesetzten dreipoligen Pinleiste, da haben wir dann die Spannungszuführung. Genau, da sind hier noch entsprechend 8 LEDs, sodass man also sehen kann, was dort passiert. Und hier haben wir einen Anschlussstecker, der ist jetzt ein bisschen anders. Und das ist die Rückseite. Genau. So, erst einmal, warum ist der Anschlussstecker, der jetzt hier, irgendwie hört es gar nicht auf zu rotieren. Ich weiß gar nicht, warum.
habe ich dem so viel Schwung gegeben. Der Anschlussstecker, da wo CRSF steht, das ist jetzt kein normaler Servostecker, sondern das ist ein Anschlussstecker, der so gebaut ist wie dieser hier. Oh, man sieht es nicht, muss ich erstmal wieder umschalten. Das passiert mir doch regelmäßig. So ein JST-GH-Stecker wie hier, nur in dreipoliger Ausführung. Das habe ich extra so gemacht, ja, weil natürlich dieser Empfänger oder die viele solcher Empfänger einen solchen Stecker hier haben. Dann kann man ein entsprechendes konfektioniertes Kabel benutzen, um und ich habe es deswegen gemacht, um einfach auch physikalisch zum Ausdruck zu bringen, dass es sich dabei eben um was anderes als ein PWM-Servosignal handelt, um das gleich unverwechselbar zu machen. Dann ist es so, dass wir hier vier Anschlüsse herauskommen haben. Natürlich Masse und Versorgungsspannung plus 5 Volt. Und ein serielles Sende- und ein serielles Empfangssignal. Das ist eigentlich designt, damit man das an einen Flight Controller anschließt. Der Flight Controller sendet also auch Telemetriedaten zurück und deswegen muss die Kommunikation hier bidirektional sein. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass andere Telemetriedaten auch eine bidirektionale Kommunikation benötigen und das geht alles über einen Draht. Das geht nämlich meistens dann über so einen typischen Servostecker. Funktioniert auch. Allerdings ist das bei den Flight-Controllern technisch ein bisschen anders und die brauchen unbedingt so eine Voll-Duplex-Verbindung und keine Halb-Duplex-Verbindung. Bei den Schaltmodulen kommt man allerdings mit einer Halb-Duplex-Verbindung aus und deswegen gibt es da noch so einen kleines Teil, das wird später ein Bus sein, womit man viele solche Schaltmodule anstecken kann. Das macht die Voll-Duplex-Verbindung zu einer Halb-Duplex-Verbindung. Und anstatt dieses Entwicklungsboards stellt euch bitte vor, das Schaltmodul, was ich euch eben in der Simulation gezeigt habe. Das, was hier oben drauf steckt, braucht ihr nicht zu beachten, das gehört überhaupt nicht dazu. Wir haben also praktisch nur dieses Board und die 8 LEDs. Das ist genau das gleiche, was dann später auf ein hübsches kleines Schaltmodul drauf kommt, sodass man das relativ einfach anschließen kann. Und natürlich diese Strippen hier, die jetzt hier zu der seriellen Schnittstelle gehen, die werden natürlich dann auch später schön als solche Kabel mit diesen JST-GH-Steckern ausgeführt werden. Ja, also das alles ist einfach noch ein bisschen Prototyp hier, weil die Platinen noch nicht fertig sind. Es kamen aber relativ viele Rückfragen, wie das Ganze dann funktionieren soll. Und deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal diesen Prototypen hier. Gut. Schaltmodule. Was kann man damit tun? Ausgänge schalten. Ich habe hier einfach mal die LEDs angeschlossen. Wir nehmen das Ganze mal in Betrieb. Ich schalte jetzt erstmal hier den Empfänger ein und das Modul hier und dann natürlich auch den Sender. So, dann hoffe ich mal, dass der sich gleich hier dann auch bindet. Da ist er schon gebunden. Fertig. So, gut. Jetzt, was braucht man auf dem Sender? So, ihr seht da schon hier ein Widget. Das nennt sich Multiswitch. Und wir können das mal als Vollbild machen. Das ist jetzt so konfiguriert. Völlig unspektakulär. Das sind also 8 Buttons zu sehen. Das soll so etwas wie eine Lichterführung darstellen. Ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Und hier oben muss ich gerade noch mal eben ein bisschen fokussieren. Da steht Lichter at 0. Lichter ist einfach ein Name für diese Funktionen, die hier
Das kann man einfach festlegen, dass dieses Widget dann einfach so heißen soll, weil hier mit Lichter gesteuert werden. Interessant ist dieses Add 0 da hinten. Dieses Add 0, die 0 ist also eine Adresse. Und von diesen Adressen kann man 256 haben. Man kann also von solchen Schaltmodulen in seinem Modell 256 verbauen, wenn es denn unbedingt sein soll. Ist die Frage, wie bedient man das? HTX kann keine 256 verschiedenen Widgets im Moment installieren. Wer weiß, vielleicht kommt noch was, aber ich weiß gar nicht, wo die Obergrenze ist, das müsste ich jetzt mal nachgucken, aber 256 sind es bestimmt nicht. Also das ganze System ist ausbaufähig. Ja, wie kann man schalten? Nun, das ist natürlich easy. Man drückt da einfach auf den Button drauf. So. Ist ganz normal. Man kann auch über die physischen Schalter schalten. Ja, das geht auch. Das kann man konfigurieren. Das ist jetzt wesentlich einfacher als bei den alten Modulen wie diesen hier. Das ist aber eigentlich gar nicht mal so das Interessante. Das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, wenn wir dieses Widget jetzt hier mal verlassen und einfach mal in die und das System gehen, dann kennt ja jeder, der schon etwas mit ExpressLRS zu tun hat, gehabt hat, dieses ExpressLRS oder ELRS Version 3 Skript. Das starte ich jetzt einfach mal. Und wir sehen die üblichen Sachen hier. Das kennt auch jeder, der sich damit schon mal auseinandergesetzt hat. Das ist jetzt das Menü von dem Sendemodul. Ich kann aber hier auf Other Devices herunterscrollen. Und dann sehe ich dort hier den Empfänger, diesen RadioMaster ER8. Und ich sehe hier oben mein Multiswitch E. Multiswitch E, das E. Also diese alten Module, die hießen Multiswitch D für digital, jetzt habe ich es Multiswitch E genannt für ExpressLRS. Ja, und dieses Menü kann ich mir auch angucken von dem Multiswitch. Und das Interessante ist, dass dieses Konfigurationsmodul komplett von dem Multiswitch kommt. Ich brauche dazu also kein weiteres Lua-Skript einzurichten. Das vereinfacht die Sache schon sehr wesentlich. Man kann also hier die Adresse einstellen von dem Modul und man hat also für jeden Output dann die Möglichkeit, den Ausgang zu konfigurieren. Beispielsweise gehen wir mal jetzt hier auf den Ausgang Nummer 6 und da kann man einstellen, soll also der Ausgang jetzt PWM moduliert werden, ja oder nein, oder soll das ein Intervall sein? Ihr habt eben gesehen, schalten kann ich das Ganze. Wir können da jetzt einfach mal hier den Intervallbetrieb einstellen. Sagen wir mal, das geht jetzt hier 0,1 Sekunden Schritten und da nochmal 0,1 Sekunde. Also 0,1 Sekunde ein, 0,1 Sekunde aus. Das gibt also sowas wie so ein schnelles Blinken. Und das schalten wir jetzt hier einfach mal ein. Und natürlich muss ich jetzt diese Funktion auch mal bedienen. Das war Ausgang 6, Schaltfunktion 6. So, das ist dann, das ist hier von 1 bis 8 durchnummeriert, also 6 von 0 bis 7 ist das im Schaltmodul. Und dann schalte ich das hier ein. Dann haben wir also so eine Blinkfolge. Wir können natürlich jetzt auch dieses Widget verlassen. Das bleibt ja an, das ist ja gar kein Problem. Wir gehen nochmal in das ExpressLRS. Menü rein für unseren Multiswitch und das war Ausgang Nummer 6. Da können wir jetzt ja meinetwegen hier dieses Intervall mal ein bisschen verlängern. Dann haben wir so eine Blinkfolge hier und was wir auch machen können, die LED blinkt ja nun irre hell. Wir können einfach auch mal
das PWM Duty verwenden, also ein PWM Modulation am Ausgang, dann ist sie also schon mal dunkler. Wenn es das zu dunkel ist, dann können wir auch den PWM Grad natürlich ein bisschen erhöhen. Ja, das ist also der momentane Stand, um das Schaltmodul zu konfigurieren. Ich könnte mir vorstellen, dass mir da noch eine ganze Menge mehr einfällt, aber so funktioniert das momentan. Ja, der Vorteil, also um das nochmal zusammenzufassen, ist, dass wir die Konfiguration komplett über das normale Express-LRS-Skript durchführen können. Dazu ist keine weitere Installation erforderlich. Dieses Skript hat sowieso jeder, der mit Express-LRS arbeitet. Das Einzige, was man eben dann tatsächlich braucht, ist ein Widget, dieses Multi-Switch-Widget, mit dem man dann die Bedienung machen kann. Genau, und dann kann man das hiermit machen oder halt mit den Schaltern. Das mit den Schaltern ist auch relativ einfach, weil wir die normalen Konfigurationsmöglichkeiten von EdgeDX dazu benutzen, statt also die Schalter irgendwie in diesem Widget zu konfigurieren, definiert man einfach eine Menge von logischen Schaltern, die für diese Ausgänge zuständig sein soll. Und dann kann man also nicht nur die Schaltfunktionen über das Widget bedienen, sondern eben auch über die physischen Schalter oder von mir aus auch über die hier. Wie gesagt, mit den logischen Schaltern kann man ja so alles Mögliche veranstalten. Okay, ja, das war's mal dazu. Vielleicht noch mal ganz kurz. Es bleibt natürlich nicht bei diesem Entwicklungsboard, sondern was fehlt, ist eben das richtige Board. Das sieht so aus. Das ist dann kleiner als die bisherigen Schaltmodule. Aber die Platine lässt noch ein bisschen auf sich warten. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Und aufgrund der vielen Nachfragen habe ich mich jetzt einfach mal zu entschlossen, diesen Zwischenstand schon mal als Video zu veröffentlichen. Okay, dann hoffe ich mal, ihr seid ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Die entsprechende Dokumentation, ein bisschen habe ich schon geschrieben, die findet ihr auf meiner GitHub-Seite. Dort findet ihr auch das Platinen-Layout und natürlich auch den Code dazu. Wobei das Platinen-Layout habe ich da jetzt noch nicht komplett veröffentlicht, denn die Platine ist noch nicht da und ich weiß noch nicht hundertprozentig, bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob die dann auch fehlerfrei ist. Und der Code ist selbstverständlich auch noch nicht fertig. Da muss ich auch noch warten, bis die Platine da ist. Ja, also es dauert noch ein bisschen, aber ich denke, es ist trotzdem für den einen oder anderen ganz interessant. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.